Nun, die Essener hatten gut 2000, etwa 4700 Zuschauer mit nach Bocholt gebracht und das Spiel begann recht ruppig. Paul Antonius, der in der letzten Saison von Bocholt nach Essen gegangen ist. Auf beiden Seiten Fouls, die sich häuften und Schiedsrichter Beuth aus Bedburg hatte alle Hände voll zu tun. Hier bekommt Reichel eine Zeitstrafe, allerdings hat er mit der Nummer 10 Helmich reichlich Glück, dass er nicht wegen Revanche-Fouls vom Platz gestellt wird. Nachdem 20 Minuten geholzt wurde, konnte dann endlich das Spiel beginnen und das war außergewöhnlich gut. Für Amateur-Oberliga-Verhältnisse sogar ausgezeichnet. Leibach, dann Helmich. Und Tönnies bringt es fertig, diesen Ball zu verstolpern. Torwart Hannig hat ihn dann letztlich. 10 Minuten Zeitstrafe im Übrigen für Reichel auf Bocholter Seite. Das hatte Essen stark gemacht. Als er wieder kam, war plötzlich Bocholt wieder die tonangebende Mannschaft. Leo Ricken war das. Paul Holz, der diesen Pass gab, der Dreh- und Angelpunkt der Bocholter Mannschaft, das ist Fengel, wird gefoult von Libero Pusch. Und da gibt es nun auch wieder 10 Minuten für den Essener Libero. Und das bedeutet natürlich, dass die Rot-Weiß-Mannschaft in der Abwehr umstellen muss. Da geht nun Wolfgang Korb ins Abwehrzentrum als Libero, um die Deckung zu organisieren. Der folgende Freistoß, Holz zu Rudic, dem Jugoslawen, einem der beiden im Bocholter Team, das Holz rettete. Es war zugleich die letzte Szene vor der Pause, 0:0, ein verteiltes Spiel, temporeich, technisch gut, die Zuschauer hatten viel zu sehen bekommen. Pusch ist noch auf der Bank auf Essener Seite und die 11 Bocholter machen nun Druck gegen die 10 Essener. Das war ihre Chance. Fengel, da war noch ein Essener dran, Eckstoß. Unsicherheit in der Abwehr bei Essen. Da machte sich eben das Fehlen des Liberos bemerkbar. Rudic, der Jugoslawe, ist da. 51. Minute, die Führung für die Bocholter. Aber dann kommt Essen wieder, bäumt sich auf. Man spielt jetzt auch wieder mit 11 Mann, nachdem Pusch zurückkommt. Und schon gibt es Probleme auf Bocholter Seite. Hauk und Pröpper hatten hier die Chance. Und dann endlich geht Korbe mal mit nach vorne, der viel zu wenig aus seinen Möglichkeiten in diesem Spiel machte. Da geht er noch ein bisschen an Torwart Hannig ran, der für mich zu theatralisch reagiert. Und dann gibt es ein kleines Gerangel. Paul Holz nimmt sich den vermeintlichen Sünder am Haarschopf. Da haben eigentlich mehrere Spieler Glück gehabt, dass der Schiedsrichter da nicht härter durchgriff. Und dann hat Reichel die Möglichkeit und vertändelt sie. 8 Minuten vor dem Ende. Das konnte die 2:0 Führung für Bocholt sein. Das musste sie eigentlich sogar sein. Und wie ist das im Fußball? Man hat Chancen, man nutzt sie nicht und dann kommt der Gegner. Helmich. Ja, das 1:1 in der 88. Minute. Der Lohn für die Essener Bemühungen. Man muss sagen, es war ein sehr gutes Spiel und das Ergebnis entspricht den Leistungen beider Mannschaften.